Ein trauriger Tag für den weltweiten Boxsport, aber ein großartiger für die Stadt Kassel und die Boxer hier. Muhammad Ali ist in der vergangenen Nacht gestorben. Trotzdem findet hier heute eine tolle Kampfnacht statt und wir schauen uns mal an, wie sich die Herren im Ring so schlagen. Ja, Firat Aslan, erste Runde K.O., das war die alte Stärke, die Sie immer noch auszeichnet. Ich habe mich gut vorbereitet, also kurz, aber wir haben sehr intensiv gearbeitet. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt, ich wusste nur, seine Bilanz war nicht schlecht, also er hat nur ein einziges Mal verloren. Und er hat natürlich sein Glück versucht, aber ich bin froh, dass es eigentlich schnell vorbeiging. Auf der anderen Seite, ich hätte auch gern ein paar Runden geboxt, aber ich habe sehr viel Sparring gemacht und von daher gesehen ist es okay. Auch schnelle Jab, jawohl. Einer der großen Kämpfer sind Sie selber. Wie geht es mit Ihnen weiter? Gibt es da noch mal Pläne für ein Comeback? Wir haben auf jeden Fall vor, mit Nuri Seferi einen Kampf zu machen. Ich hoffe, dass es eine Ausscheidung wird. Ich hoffe, nochmal gegen Marco zu boxen oder gegen einen der anderen Weltmeister. Am liebsten wäre mir ein Kampf gegen Marco Huck. Aber wie gesagt, wenn das mit Nuri klappt, muss ich erstmal gegen Nuri gewinnen. Ein ganz starker Kämpfer, ein Mann, den ich sehr schätze. Wenn es zum Kampf kommt, ich freue mich auf den Kampf. Das ist das, was die Zuschauer brauchen, harte Kämpfe. Vor 9 Monaten hatte gar niemand gewusst, wie es mit Ihnen weitergeht, ob es überhaupt weitergeht. Heute sind Sie wieder da. Wie geht es Ihnen heute? Ja, ich habe verdeckt trainiert. Ich habe mich in Tirol, in Seefeld, in der Wildmoos unter der Fittiche von Jopo Pötschka vorbereitet, konditionell und das funktionelle Training gemacht. Ich habe da einen Hauptsponsor, der Christian Jäger, Easy Motions, die haben mich dazu unterstützt. Die haben das Finanzielle abgedeckt, dass ich auch diese Freiheit hatte. Auf jeden Fall bin ich dann nach Hamburg eingereist für 3 Wochen Sparring mit Adrian Granat und Christian Hammer. Und in der letzten Woche habe ich entschieden, doch zu kämpfen, weil ich gesehen habe, ich habe mich im Ring wohlgefühlt und habe die Sache auch ganz klar dominiert. Und so habe ich entschieden, heute zu kämpfen. Und wie geht es mit Ihnen persönlich weiter? Heute war der erste Schritt Richtung Zukunft. Ich werde auf jeden Fall noch einen Kampf machen. Und September am 2.9. am Unfalltag werde ich einen ganz großen Kampf machen, werde einen Titelkampf holen. Ich will so schnell wie möglich Weltmeister werden. Man kann wieder mit Ihnen rechnen. 100%. Team Diamond Boy is back. Jetzt haben Sie den Özcan Çetinkaya die letzten Wochen fit gemacht. Wie ist Ihr Eindruck? Ist er gut drauf? Er ist gut drauf und ja, das ist der erste Kampf, den er jetzt seit langem wieder macht. Und müssen wir mal abwarten, wie er sich im Ring verhält. Aber ich glaube, der wird einen guten Kampf machen. Das ist der wahrscheinlich berühmteste und beste Boxer der Welt in der vergangenen Nacht gestorben. Geht einem das hier durch den Kopf, wenn man heute Abend in so einer Ringveranstaltung steht? Naja, jetzt im Moment nicht. Sie haben mich gerade wieder daran erinnert, aber den ganzen Tag hat man schon... Ich bin ja mit meinem Bruder hier sehr viel darüber gesprochen und man kann es einfach noch ja nicht so richtig glauben, obwohl es klar war, dass er irgendwann stirbt, weil er eben sehr schwer krank war. Aber es ist schade und man ist traurig und ja, hoffentlich geht es ihm jetzt besser. Was machen denn Ihre Pläne für einen Kampf gegen Ray Jones? Ja, wir sind dabei, den Kampf zu organisieren und klar zu machen. Und wie gesagt, wir wollen im November die Veranstaltung dann austragen und... Aber wahrscheinlich nicht in Kassel. Nee, wir werden in Berlin boxen und ja, ich hoffe, es klappt. Kämpfe, viele K.O.s, manche Kämpfe hätten länger gehen können als über die erste Runde, aber so ist es manchmal, man kann es vorher nicht wissen. Lokalmatador Özcan Çetinkaya hat auch gewonnen. Ein wunderbarer Kampfabend geht damit zu Ende, damit sagen wir Tschüss, auf Wiedersehen und bleiben Sie sportlich.